Lialo, kleines Zwischenvideo, ich bin hier nämlich komplett am Durchdrehen. Ich hatte jetzt eigentlich vor, mein Samsung Galaxy Note 2 mit Ubuntu Touch zu versehen, aber das dauert so ein bisschen länger jetzt, ne? Außerdem musste ich mein US-Auto noch verkaufen, was jetzt verkauft ist. Ich bin der Beste. Jedenfalls bin ich noch am Downloaden. Es werden mal 15 Gigabyte werden. Also muss ich jetzt mal ein Zwischenvideo machen. Ich muss ja zwischenhauen hier. So geht's ja nicht. Ubuntu Touch. Gut, bin ich jetzt noch was am Runterladen. Von GitHub. Ne? GitHub. Hab ich noch nie was davon gehört. Gut, macht ja nichts. Schadet ja nichts. Ich hab da mal was vorbereitet. Zuerst wollte ich nur eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, aber soweit bin ich nicht. Ich mache euch dann so eine kleine Textdatei. Gut, wie weit sind wir denn jetzt? Ich habe also ein Samsung Galaxy Note 2. Das ist ein Smartphone, ne? Smartphone. Da ist im Moment Android drauf. Und drauf soll Ubuntu Touch. Also die Touch-Version von Ubuntu, ne? Also nicht das hier Desktop-Version, was ich hier im Moment auf meinem PC habe. Es soll die Touch-Version drauf. Gut, gibt's standardmäßig nicht fürs Galaxy Note 2. Es gibt zwar die sogenannten Phablet-Tools, das ist ein Kunstwort aus Phone und Tablet, mit denen man auf bestimmten Devices Ubuntu Touch installieren kann, aber nicht auf dem Galaxy Note 2, zumindest nicht zum Zeitpunkt dieses Videos. Nun, da gibt es ein Forum, und zwar die XDR Developers, hatte ich letztens schon mal drauf hingewiesen, xdrdevelopers.com, und die machen da so Beschreibungen, ne? Beschreibungen, die sind ein bisschen kompliziert. Und da wollte ich da mal ganz einfach, wie man schnell mal eben auf dem Galaxy Note 2 das installiert. Gut, das ist ein Entwicklerforum, ne? Developers, ne? Entwicklerforum. Wie die Entwickler so sind, die schreiben ein bisschen sparsam, ne? Und Foren an sich setzen viel voraus, ne? Also so weit bin ich jetzt, ne? Also das wird noch kein fertiges Tutorial, ne? Wir kommen bis zu dem Punkt, wo die Kuh noch nicht das Wasser lässt, ne? Wir erwarten zum Ende des Videos 15 GB auf unserer Festplatte zu haben und erstmal alles da zu haben, was wir bräuchten, um die letztendlichen Skripts auszuführen, um das Ganze zu generieren, Ubuntu Touch dann letztendlich rüberzuschieben auf unser Smartphone. Gut. Ich erkläre mal kurz, wie weit wir sind und was wir vorher schon alles machen müssen. Wie gesagt, normalerweise geht das nicht auf dem Galaxy Note 2, jedenfalls nicht von Ubuntu-Paketquellen aus. Da hat man nur bestimmte Smartphones im Moment, ja, Nexus und so weiter, ne? Wir wollen es aber auf den Galaxy Note 2. Gut, Phablet-Tools gibt's. Die können wir aus den Ubuntu-Paketquellen runterladen. Es gibt dann noch Java und es gibt noch ein Programm namens Heimdall und es braucht noch Git. Es braucht eine Menge Zeug, ne? Das sind die ganzen Skripts, die man im Forum so sieht. Da muss man viel noch so runterladen, ne? Phablet-Theme-Tools, damit man die aktuellste Version hat, ne? Aus aktuellen Paketquellen. Da muss man was machen. Entsteht der Ordner Ubuntu Touch auf unserem PC, in dem der versteckte Ordner .repo ist. Da muss man noch bestimmte Dateien erstellen und sich mit den Repos noch synken. Muss man sich aber auch vorher nochmal eben bei GitHub anmelden. Und das ist alles nicht so einfach. Gut, also, wie gesagt, das sind Entwickler, die schreiben das nicht so einfach. Ich hoffe, dass ich jetzt mal ein bisschen Starthilfe geben kann. Also, in diesem Forum, wo wir da gerade waren, da sind Entwickler, ne? Die Entwickler, die sind so, ja, die sind gut drauf, ne? Die können viel, viel mehr als ich. Und deshalb schreiben die nur die Hälfte, ne? Also muss man sich so ein bisschen durchhangeln, Entwickler. Und die Entwickler, die entwickeln so, ne? Jetzt zum Beispiel eine Version, die doch geht auf dem Galaxy Note 2 oder wo wir hin. Und damit die Entwickler sich so austauschen können, benutzen die github.com, um da ihre Quelltexte, hier in dem Fall 15 GB an Zeug, da mal so eben hochzuladen. Damit man auf github.com das runterladen kann, was die Entwickler da mal auf github.com hochgeladen haben, ne? Die können ja nicht einfach in die Ubuntu-Paketquellen speichern, die müssen das hier zum Beispiel mal nehmen. Gut, Serverstandort USA, San Francisco, sehr schön. Damit wir überhaupt mal darauf zugreifen können, brauchen wir auch ein E-Mail und Usernamen. Ne? Man muss da nichts bezahlen, dann braucht man sich nur einmal registrieren. Schon ist man in den USA registriert, wunderbar.
Schöner Serverstandort. Die Entwickler speichern da ihr Quelltext 15 GB. Und damit wir überhaupt mal das kriegen, was der Entwickler, der es mal auf seinem Ding zum Laufen gekriegt hat, genauso hinkriegen, ne, müssen wir das Programm Git haben aus den Ubuntu-Paketquellen, um dann von GitHub kommende Quelltexte runterzuladen, die 15 GB. Da brauchen wir E-Mail und Username. Muss man vorher noch so einige Terminal-Befehle eingeben. Ne? Ich habe da mal, wie gesagt, ich wollte eigentlich ein Komplett-Tutorial machen, wird jetzt hier noch nicht so werden. Ich habe hier Ubuntu 13.10, ne, auf meinem Desktop. Bitte mal die 32-Bit-Version verwenden jetzt erstmal. Gut, und wir haben ja gesehen, dann fangen die an da, ne, da habe ich so angefangen aufzuschreiben, was ich so in der Reihenfolge gemacht habe. Da steht ja alles so drin, dass man dann die aktuellen Fablet-Tools nimmt und nicht die aus den Paketquellen. Wunderbar. Firefox starten, GitHub kommen, gehen, sich da registrieren mit E-Mail-Adresse und Username, damit wir das überhaupt machen können, damit wir uns die Quelltexte runterladen können. Und dann gibt man das hier ein. Git, Leerzeichen config, minus, minus, global. Und hier setzt ihr dann eure E-Mail-Adresse ein, mit der ihr euch bei GitHub.com registriert habt in Amerika. Gut. Und den Username. Und dann könnt ihr mit diesen beiden Befehlen da was runterladen. Hinterher, also hier konfiguriert ihr erstmal das Programm Git, das auf eurem Rechner läuft. Was ihr überhaupt für Zugriffsrechte so habt. Also ihr benutzt ja, sonst geht ja gar nichts. Gut, und da muss man diese Fablet-Tools, die in den offiziellen Paketquellen sind, mal starten, damit überhaupt der Ordner Ubuntu Touch auf eurem PC erscheint. Ne? Der erscheint ja so. Gehen wir mal rein in meinen persönlichen Ordner. So. Wenn die versteckten Dateien nicht angezeigt werden, bei euch Steuerung und H drücken. Gut, es erscheint also Ubuntu Touch, ne? Ubuntu-Touch, ein Ordner. Und da drin ist ein versteckter Ordner .repo. Repositories, ja, ja, gut. Paketquellen oder sowas. Aber nicht die offiziellen, ne? Da landen so einige Dateien. Und da muss man noch hinterher noch so Manifestdateien erstellen. Ist im Forum beschrieben. Allerdings beschreiben die den falschen Ordner. Die speichern es hier rein. Die obergeordneten Ordner, die gehören da rein. Da muss man es auch verschieben. Dann ist die Manifestdatei von denen noch ein kleiner Fehler drin. Da fehlt ein Anführungsstrichelchen und so weiter. Die kleinen Fehlerchen muss man beheben. Jedenfalls haben wir so einen Ordner Ubuntu Touch bei uns auf dem PC. Und wie geht's dann weiter? Ne? Wenn wir die 15 GB irgendwann mal so haben. Gut, wir brauchen die Fablet-Tools, ne? Tablet-Tools, ne? Wenn man jetzt direkt so ein, ja, kompatibles Smartphone hätte, Nexus, könnte man es direkt wahrscheinlich. Können wir jetzt aber nicht. Wir brauchen Java noch. Wir brauchen Programm Heimdall. Die Sache mit dem Git haben wir durch, ne? Damit wir auf GitHub kommen, zugreifen können und die 15 GB also runterladen können. Was im Ordner Ubuntu Touch schon landet, zusammen mit den Fablet-Tools erstellt. Der Ordner Ubuntu Touch und aus den Git-Quellen kommt dann noch was dazu. XML-Dateien müssen da rein und dann erscheint dahinter Unterordner Device, Samsung und Skripte, damit wir überhaupt was machen können. Gut, das dauert aber 15 GB, bin ich ja gerade am Runterladen. Gut, damit wir überhaupt später mal auf unserem Smartphone da irgendwas machen können, ne, müssen das ja verändern. Brauchen wir Cyanogen Mod Recovery, das ist auch beschrieben. Kann man da runterladen, clockwordmod.com. Brauchen wir diese Image-Datei, damit wir den Bootsektor des Smartphones verändern können. Gut, das muss man sich auch erstmal so zusammenreihen. Muss man sich also mit diesem Ding auch nochmal beschäftigen. Das heißt, das lädt man runter, landet auf unserem PC im Ordner Downloads und dann kann man mit dem Programm Heimdall, was man sich aus dem Ubuntu-Paketquellen auch noch runterladen muss, per USB-Kabel dieses Clockwork Mod Recovery aufs Smartphone, den Bootsektor, in Anführungszeichen, ne? Manche sagen Routen oder ROM oder weil es überhaupt kein ROM ist, naja, egal. Jedenfalls ist auf unserem Smartphone dann eine weitere Option, die man über gewisse Tastenkombinationen erhält, über laut, leise, Home-Taste und Einschalten. Gleichzeitig kommt man in so ein, ja, ich würde sagen, so eine Art Boot-Menü rein. Was auf unserem lokalen PC vielleicht der Grub-Bootloader wäre Cyanogen Mod Recovery auf dem Smartphone hier, auf dem Galaxy Note 2. Und damit das da erstmal drauf ist, damit wir überhaupt was rumbasteln können, brauchen wir Heimdall, dass dieses Programm
da so installiert im Bootsektorform. Smartphone, ne? Ist normalerweise dafür da, Android durch ein anderes Android zu ersetzen, gegen ein gepatchtes, sag ich jetzt mal, ne? Das nicht direkt von Google ist. Ne? Die hatten sich auch schon mal in der Rolle, weil Google sagt, da ist was von Google drin und das darf da eigentlich, ja, jedenfalls hat es direkt eigentlich was mit Ubuntu Touch nicht zu tun. Das dient nur dazu, den Bootsektor vom Smartphone zu verändern, ne? Dass man mehr Möglichkeiten hat, damit man das Smartphone löschen kann und so Kram. Gut. Und wie gesagt, wir brauchen aus den Ubuntu-Paketquellen das Programm Heimdall, damit wir per USB-Kabel da erstmal den Bootsektor verändern können. Ne? Dass wir dieses Clockwort Mod Recovery, das wir im Ordner Downloads runterladen, per Heimdall, per USB-Kabel aufs Smartphone kriegen. Das ist dann beschrieben. So, unser PC, der hat jetzt den Ordner Ubuntu Touch mit dem versteckten Ordner Repo. Und darin gibt's dann zum Ende des Beschriebs auf dem Forum ein paar Kommandos, die ich jetzt im Moment noch nicht ausführen kann, weil ich noch am Runterladen bin. Ich muss ja erst die 15 GB Quelltexte klar, bla bla bla, wo ich mittlerweile E-Mail und Username bei github.com hat von Git runterladen über das Programm Git in den Ordner Repo und da rein. Und da gewisse XML-Dateien noch in diesem Unterordner erstellen und da müssen noch Ordner erscheinen, die ich noch nicht habe. Da sind dann wohl auch noch Skripts dabei. Und dann kann ich erst die Skripts ausführen, die dann letztendlich Ubuntu Touch übers USB-Kabel auf mein Smartphone dann transportieren. Muss ich gegebenenfalls das Smartphone noch, ja, in den Entwicklermodus setzen. Ne? Da gibt es ja beim Smartphone so eine kleine Option, dass man überhaupt was übertragen kann. Und vom PC muss ich dann Ubuntu Touch übertragen über USB aufs Smartphone. Ne? Und über Cyanogen Mod Recovery kann ich noch erst vorher noch ein Backup machen und auch wieder herstellen, ne? Damit ich überhaupt das vorhandene Android-System runterschmeißen kann. Also da bin ich jetzt gerade dran, ne? Deshalb dieses kleine Zwischenvideo, weil das nicht so ganz eingängig ist, was da so geschrieben ist, habe ich es hier so ein bisschen aufgeschrieben, ne? Aufgeschrieben. Da muss man zum Beispiel diese Manifestdatei erstellen und ich habe dann hinterher festgestellt, dass der Ordner nicht stimmt, ne? Gut, das Tutorial war nicht so ganz eindeutig, habe ich dann hinterher festgestellt, man muss noch einen anderen Unterordner erstellen und da gehört es dann rein. Also man muss sich durch die ganzen Fehlermeldungen erstmal durchkämpfen. Na, also wie gesagt, da sprechen Entwickler miteinander, ne? Und die schreiben nur das Nötigste und ist ja alles klar. Ne? Also diese XML-Dateien gehören nicht in den Ordner .repro direkt, sondern unter Ordner Local Manifests rein. Solltet ihr hinterher haben Local Manifests XML und Room Service XML. Gut, und da gab es dann auch wieder einen kleinen Fehler. Ja, nö, ist ja nicht so schlimm. Und da war irgendwo, fehlte noch so ein Anführungsstrichelchen hinten. Ne? Ist ja nicht schlimm. Und was ein Glück, dass es überhaupt den Entwickler gibt. Ne? In der Datei Room Service XML, ne? Was da gepostet ist, fehlt hier noch so ein Strichelchen. Gut, dass es die Entwickler gibt, dass die überhaupt mal eine Lösung finden. Und die schreiben dann so, du weißt ja schon Bescheid. Wir haben vor nichts eine Ahnung und kämpfen uns da durch. Gut, ich kämpfe mich mal weiter durch. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Und tschüss. Gucken wir mal, wie viel haben wir denn im Moment? Ja, wenn es mal wieder länger dauert. Ubuntu Touch Eigenschaften. Im Moment 8,8 GB. Also das dauert länger. Ich gehe ins Bett. Und tschüss.